Auf der Suche nach anspruchsvollem Hörbuchgenuss? Dann empfehle ich Ihnen folgenden Reisebericht einer Kreuzfahrt um die Erde. Hier eine kurze Leseprobe. Und macht mich darauf aufmerksam. Sie macht mich deshalb darauf aufmerksam, weil der Alte die junge Bedienung dauernd begrapscht und ihr permanent mit leiser Stimme zuflüstert: »Dann mache ich mal Fotos von dir« oder »Welche Kabinennummer hast du denn?« Dabei streichelt er sanft den Rücken der jungen Frau, aber auf eine Art und Weise, wie es nur ganz vertraute Paare machen, die ganze Hand aufgelegt und fast ohne Berührung langsam den Rücken rauf und runter bewegend. Die hilflose Bedienung verweilt wie angewurzelt auf der Stelle und traut sich, nichts zu sagen. Der Alte fragt immer wieder mit einem intimen Tonfall, wo denn ihre Kabine genau sei, was sie so verdient und ob sie mit dem Geld auskommt. Lauter so ein Zeug. Für mich war schnell klar, der geile alte Bock wollte was erleben und suchte ein preiswertes Abenteuer. Nach gefühlten 10 Minuten habe ich genug gehört und spüre den Drang in mir, der Frau zu helfen. Unter dem Vorwand, einen frischen Orangensaft zu holen, stehe ich auf, gehe ruhig an den Saftspender, welcher direkt neben den beiden steht. Um auch ganz sicher zu sein, höre ich mir sein schwülstiges Gesülze noch einen Moment an, drehe mich zu ihm um und sage ihm direkt in sein erschrockenes Gesicht: Ihnen hat die kurze Hörprobe auch gefallen? Dann empfehle ich Ihnen das spannende Gesamtwerk mit 8 Stunden höchstem Hörbuchgenuss. Titel: Kreuzfahrt, Traum oder Albtraum von Michael Zilz. Erhältlich als Hörbuch bei Audible und Amazon.